Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder hier richtig auf dem Optionsstrategien-Kanal. Mein Name ist Jens Rabe. Ja, und hier geht es natürlich um Optionen. Und wir sind ja in den letzten Videos wieder sehr, sehr technisch geworden. Ne? Wir haben uns mit vielen Fachbegriffen beschäftigt. Und deswegen kommt heute gleich noch eins hinterher. Und zwar reden wir heute mal über den Skew. Ne? Was ist denn das überhaupt, dieser Skew? Wo kommt der dann her? Und dieses Video ist auch die Vorbereitung auf eines der nächsten Videos. Da geht es nämlich dann um den Skew-Index. Aber damit wir einen Index erklären können, müssen wir natürlich erstmal wissen, was ist denn überhaupt der Skew? Darum geht es also heute im Video, der Skew. So, und da der eine oder andere mir schon mal in die Kommentare geschrieben hat, es wäre so schwer, meiner hochdeutschen Aussprache zu folgen, was ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann, schreibe ich euch erstmal hin, was ist denn hier oder wie heißt denn das? Also Skew, S-K-E-W, das ist also der Skew. Und was heißt das? Und zwar müssen wir da ein wenig in die Geschichte gehen. Optionen, so wie wir sie handeln, gibt es ja noch nicht lange. Also das heißt, die gibt es noch nicht hunderte von Jahren, sondern sie sind ja erst in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre so richtig populär geworden, nachdem sie in Amerika an der Terminbörse in Chicago wieder eingeführt wurden. Und bislang war es, oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, auf den wir gleich zu sprechen kommen, war die Verteilung der Volatilitäten bei Put-Optionen und Call-Optionen gleich. Und zwar sah das Ganze so aus, wenn man also sagt, okay, du hast hier irgendwie den aktuellen Preis und dann geht es hier zu den Calls und hier geht es zu den Puts. Wie war dann die Volatilität verteilt? Und dann war die im Grunde genommen so verteilt, die geringste Volatilität hattest du am Geld und danach ging die Volatilität so ein bisschen nach oben, ne? Und also auf beiden Seiten, aber man hat das sah im Grunde genommen gleich aus. So, und das bezeichnete man als sogenannten Smile, also als das Lächeln. Ne? Kann man sich ganz leicht vorstellen, hier, so. Deswegen Smile. Ne? So, und dann passierte etwas, und das zeige ich euch jetzt mal hier im Chart, und zwar 1987, der berühmt-berüchtigte Crash im Oktober 1987. Da ist der S&P 30% innerhalb von 2 Wochen gefallen. Das hat es noch nie vorher gegeben in dieser Heftigkeit. Also selbst 1928, 29, ich glaube 29 war es der schwarze Montag, selbst da sind die Preise nicht so dramatisch in so kurzer Zeit gefallen. Der Volatilitätsindex wäre, es gab ihn damals noch nicht, der wäre bis auf 180 hochgegangen. Und dann hat man festgestellt, oder die Händler haben dann festgestellt, Mensch, irgendwie machen wir doch was falsch. Denn wo liegt denn eigentlich das Risiko? Ihr kennt es ja vielleicht von dieser gaußschen Verteilungskurve. Da gibt es diese sogenannten, die sieht ja so hier aus. Ne? Also die sieht ja so aus. Und da sagt man ja, naja, theoretisch müssten ja die meisten Ereignisse hier stattfinden. Also in der Normalverteilung und ganz, ganz wenige hier hinten. Und wer mal die Bücher gelesen hat von Nassim Taleb, also bekanntest ist ja wahrscheinlich der schwarze Schwan, der weiß eben, dass hier hinten, wenn solche Ereignisse auftreten, also wenn zum Beispiel eine Bewegung kommt, die man gar nicht erwartet, das sind sogenannte Fat Tails, ne? Und die sind sehr selten. Wenn sie aber kommen, sind sie natürlich brutal und sind eben ganz stark, so wie man das eben hier gesehen hat, 1987 bei dem Crash. Und jetzt haben die Händler gesagt, hey, irgendwie kann es doch nicht sein, wenn wir auf der einen Seite ein viel, viel größeres Risiko haben und am Aktienmarkt, wo ist denn das Risiko? Ne? Also ist es eher auf der Unterseite oder ist es eher auf der Oberseite? Natürlich auf der Unterseite. Wenn wir also ein viel größeres Risiko auf der Unterseite haben, sprich bei den Put-Optionen, dann müssen wir das doch auch hier irgendwie einpreisen. Und deswegen hat sich das Ganze dann ein bisschen verändert und daraus ist aus diesem Skew ist eben der sogenannte, Entschuldigung, aus dem Smile ist der Skew entstanden. Und zwar hat sich das so verändert, ich mache das jetzt mal hier mit Rot, also hier, das ist jetzt der Skew. Und zwar, dass man eben gesagt hat, okay, in etwa jetzt, ne? Also man sagt, okay, die Put-Optionen, die Volatilität in den Put-Optionen muss sehr viel höher sein als die Volatilität in den Call-Optionen. Und jetzt lassen wir mal diese ganzen Berechnungen ein bisschen weg, sondern überlegen das auch mal logisch. Wer hat denn ein Problem mit steigenden Kursen? Die allerwenigsten. Ne? Wer hat ein Problem mit fallenden Kursen? Die allermeisten.
Und deswegen, was machen die allermeisten? Sie sichern sich nach unten ab und weniger nach oben. Ne? Natürlich, es gibt auch mal Kaufpaniken, ne, wo das nach oben gehen kann. Aber am Aktienmarkt ist es so, die das meiste Risiko haben und empfinden zumindest die Marktteilnehmer auf der Unterseite und eben nicht auf der Oberseite. Und deswegen haben wir eben hier diese, manche nennen das dann auch Optionsschiefe. Ne? So, dann ist es eben dieser Skew hier. Das heißt, die in den Put-Optionen ist eine wesentlich höhere Volatilität enthalten als in den Call-Optionen. So, da gibt es dann an der CBOE noch einen sogenannten Skew-Index. Da werden wir aber ein anderes Mal darüber sprechen. Jetzt allerdings noch ein Hinweis. Das, was ich hier gesagt habe, trifft nur auf die Aktienmärkte zu. Und es gibt eben, man kann das übrigens auch sehr gut sehen. Ich mache euch hier nochmal noch einen Ausschnitt von E-Volatility rein. Und da seht ihr also auch, wenn ihr, das könnt ihr an jedem Option-Chain nachschauen, ob es nun der TWS ist oder eben bei hier bei E-Volatility. Da seht ihr die Spalte, die ich euch hier mit den Pfeilen gekennzeichnet habe. Die Volatilität sinkt bei den Call-Optionen hin zum At-the-Money, also von oben nach unten wird es immer billiger. Und dann, wenn du zu den Puts kommst, dann wird es wieder von At-the-Money zu Out-of-the-Money immer teurer. Das heißt, die Volatilität steigt da sehr, sehr deutlich an, weil das Risiko einfach größer ist. So, wie gesagt, gilt aber nur für Aktienmärkte, denn es gibt viele andere Märkte, wo es sehr, sehr häufig noch erstens einen Smile gibt, also wo das Risiko auf beiden Seiten gleich verteilt ist, und wo sich dann auch dieser Skew anders präsentieren kann, nämlich wenn das Risiko auf der Oberseite liegt. Und überlegt mal, einige Rohstoffe, Erdöl beispielsweise, aber von mir aus auch Gold oder auch Währungen, ne? Da kann es schon so sein, dass es auch sehr, sehr viele Marktteilnehmer gibt, die Probleme haben mit Anstiegen auf der Oberseite. So, und deswegen verschieben sich in vielen Märkten dann diese Skews. Mal von links nach rechts, dann wird es wieder ein Smile. Und deswegen könnt ihr also das, was ich hier so quasi pauschal gesagt habe, wirklich nur auf die Aktienmärkte anwenden. Und bei Rohstoffoptionen beispielsweise, bei Zinsoptionen, Währungsoptionen, da müsst ihr dann wirklich schauen, wo sehen denn jetzt die Marktteilnehmer die Risiken. Und wenn man das Prinzip mal verstanden hat, kann man das auch sehr, sehr gut nutzen in Form von Strategien. Und da reden wir aber ein anderes Mal drüber und eben auch über den Skew-Index der CBOE. So, das war's für heute. Also wieder was gelernt, Skew, Smile, ne? Haben wir wieder was zum für den Hinterkopf. Ist jetzt nicht so ganz wichtig im einzelnen Trade, wenn wir den machen, aber Hintergrundwissen, Grundsätze verstehen, Dinge verstehen, das ist natürlich wichtig, wenn man wirklich gut werden will im Optionshandel. Eure Fragen, eure Anregungen, Kommentare, Meinungen, wie immer, hier unten in die Kommentare. Und ihr dürft dieses Video natürlich auch gerne teilen. Übrigens gern auch auf Twitter. Ne? Also ich bin auch auf Twitter. JensRabe_OS. Vielleicht blende ich euch das auch mal irgendwie ein. Ansonsten sucht mich einfach mal auf Twitter. Ne? Und da könnt ihr das auch teilen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Erfolgreiche Zeit an der Börse. Viel, viel Erfolg. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und immer dran denken, Smile, für uns ist es wichtig. Ne? In diesem Sinne. Lächelt und genießt die Zeit. Servus, macht's gut. Bye, bye.